Kennt ihr diesen Film über das Haus, das seine Besitzer... Halt, stopp! Das war ja gar nicht das Haus. Das war ja das Haus. Aber auch dieses Haus treibt seine Besitzer langsam aber sicher in den Wahnsinn. Und das so herrlich, dass man sich so richtig dabei beömmeln kann. Ja, Geschenkt ist noch zu teuer kam aus Steven Spielbergs Produktionsstudio Amblin Entertainment und brachte uns Tom Hanks in seinem dritten Hollywood-Streifen. Diese Screwball-Komödie ist so herrlich 80er, dass es mir jedes Mal wieder ein Fest ist, wenn ich sie mir erneut ansehe. Wenn es euch jetzt genauso geht und ihr gerne wissen möchtet, was Catherine Turner und Gary Grant mit diesem Film zu tun haben, dann macht es euch bequem und lauscht dem fetten Loser. Willkommen beim Fetten Loser im Exil. Ich bin der fette Loser im Exil. Und heute habe ich euch einen echten Komödienklassiker mitgebracht, der bei uns im Kino gar nicht so erfolgreich war, aber mit den Jahren eine treue Fangemeinde um sich versammeln konnte. Der Rechtsanwalt Walter Fielding und seine Verlobte, die klassische Musikerin Anna Crowley, müssen eines Tages kurzfristig aus dem von ihnen bewohnten Apartment ausziehen, nachdem der Besitzer, der exzentrische Dirigent und Annas Ex-Mann Max Beisart, vorzeitig aus Europa zurückgekehrt ist. Das kommt dem Paar natürlich alles andere als gelegen, da sich Walter in finanziellen Schwierigkeiten befindet. Denn dessen Vater hat sich mit einigen erschwindelten Millionen nach Südamerika abgesetzt und seinem Sohn einen Haufen unbezahlter Rechnungen hinterlassen. Da kommt es den beiden sehr gelegen, als Walters Bekannter, ein skrupelloser Immobilienmakler, ihm von einer Millionen-Dollar-Villa berichtet, die ihre Besitzerin Estelle notgedrungen für nur 200.000 Dollar verkaufen muss, da ihr geliebter Mann Carlos im Gefängnis sitzt und sie dringend Geld für die Kaution und die Anwälte braucht. Nachdem sie das Anwesen in Augenschein genommen haben, entschließen sich Anna und Walter, es zu kaufen. Doch bei Tage besehen entpuppt sich das vermeintliche Schnäppchen als heruntergekommene Bruchbude, die bereits auseinanderzufallen beginnt, noch bevor die Tinte unter dem Kaufvertrag richtig getrocknet ist. Nachdem die Bauunternehmer Art und Brad Schirk dann auch noch damit begonnen haben, die Fassade des Hauses auseinanderzunehmen, muss sich das Paar um die erforderlichen Baugenehmigungen bemühen, um das Anwesen doch noch zu retten. Die immer weiter ausufernden Kosten belasten Walter zusehends, sodass Anna ihrem Ex-Mann Max die Kunstwerke verkauft, die sie durch ihre Scheidung zugesprochen bekam. Obwohl ihm diese Gegenstände nicht wichtig sind, kauft er sie zurück, weil er immer noch darauf hofft, seine Ex-Frau auf diese Weise wiederzubekommen. Bei einem Abendessen, welches Max als Teil der Kaufbedingungen einfordert, trinkt Anna etwas zu viel von dem guten Chateau und wacht am nächsten Morgen im Bett ihres Ex-Mannes auf, der sie in dem Glauben lässt, sie habe Walter in der Nacht mit ihm betrogen, obwohl er auf der Couch genächtigt hat. Als Walter sie eindringlich fragt, ob sie mit Max geschlafen habe, gibt sie ihr schließlich zu und die Beziehung zerbricht an der Sturheit der beiden. Daraufhin lautet der Plan, das Haus zu verkaufen, sobald die Reparaturen abgeschlossen sind und den Erlös aufzuteilen. Doch die Liebe der beiden ist stärker und so versöhnen sie sich schließlich wieder und heiraten sogar. Zur selben Zeit haben Estelle und ihr Mann Carlos in Brasilien zwei neue Opfer gefunden, denen sie die nächste Bruchbude schmackhaft machen. Es handelt sich bei den Interessenten um Walters betrügerischen Vater und seine neue Braut. Die Story mag jetzt nicht unbedingt übermäßig komisch klingen, aber alleine was das junge Paar in dem immer weiter verfallenen Haus erlebt, ist einfach nur zum Schreien. Dabei erinnert dieser Streifen nicht von ungefähr an andere romantische Screwball-Komödien, denn die Produzenten waren für einige der größten Blockbuster der 80er Jahre verantwortlich. Wie oft haben wir in den letzten 40 Jahren im Vorspann die Namen Frank Marshall, Kathleen Kennedy und Steven Spielberg gelesen? Nun, zum Beispiel bei den Filmen E.T. der Außerirdische, Indiana Jones und der Tempel des Todes, Die Farbe Lila, Falsches Spiel mit Roger Rabbit, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, Arachnophobia, Kap der Angst, Jurassic Park Die vergessene Welt, Deep Impact, The Sixth Sense, Jurassic Park 3 und die Liste ist noch viel länger. Das Ehepaar Frank Marshall und Kathleen Kennedy gründete zusammen mit Steven Spielberg 1983 die Film- und Fernsehproduktionsfirma Amblin Entertainment, die unter anderem auch Geschenkt ist noch zu teuer produzierte.
1992 gründeten die Eheleute zudem noch die Produktionsfirma The Kennedy Marshall Company, die Filme produzierte, die ohne Mitwirkung von Steven Spielberg außerhalb von Amblin Entertainment entstanden. Seit dem Verkauf von Lucasfilm an Disney im Oktober 2012 ist Kennedy zudem als neue Präsidentin von Lucasfilm für alle Star Wars-Projekte verantwortlich, was ihr vor allem unter den US-Fans den Titel Totengräberin des Star Wars-Franchises eingebracht hat. Geschenkt ist noch zu teuer war die erste Zusammenarbeit zwischen Spielberg und Hanks, der noch einige weitere folgen sollten, wie zum Beispiel Joe gegen den Vulkan, Der Soldat James Ryan, Catch Me If You Can, The Terminal, Bridge of Spies, Der Unterhändler und Die Verlegerin. Tja, was für ein Team. Und was für ein Endprodukt. Ein echtes Original, möchte man glauben. Dabei war der Streifen eigentlich ein Remake. Ja, das wissen wohl die wenigsten. Obwohl er mit der ursprünglichen Vorlage nicht wirklich vergleichbar ist, gilt der Streifen doch offiziell als ein Remake des Klassikers Nur meiner Frau zuliebe von 1948 mit Gary Grant in der Hauptrolle. Dieser basiert wiederum auf dem Buch Mr. Blandings Builds His Dream House, welches der Autor Eric Hotchkins 1946 verfasste, nachdem seine gleichnamige Kurzgeschichte, die er ein Jahr zuvor im Fortune Magazine veröffentlichte, auf großes Publikumsinteresse stieß. In dem Film sucht der Familienvater Jim Blandings nach einer größeren Bleibe für sich, seine Frau und seine zwei Kinder, was zum Erwerb eines alten Bauernhauses führt, das ebenfalls in sich zusammenzufallen droht. Auch im Original spielen die überbordenden Kosten und ein Eifersuchtsdrama eine wichtige Rolle. Geschenkt ist noch zu teuer startete in den US-amerikanischen Kinos am 26. März 1986. Und war das Original von 1948 noch ein echter Kassenschlager, konnte das Remake leider nicht ganz so überzeugen. Bei einem Budget von 10 bis 18,4 Millionen Dollar, je nach Quelle, spielte er aber immerhin weltweit rund 55 Millionen Dollar wieder ein, was zumindest ein zufriedenstellendes Ergebnis war. Bei uns lief der Streifen am 3. Juli in den Lichtspielhäusern an und musste sich gegen Hits wie Ferris macht blau, Hilfe die Amis kommen, Kuss der Spinnenfrau und Der stählende Adler behaupten. Tja, das war schon eine heftige Konkurrenz damals im Juli 86. Ja, die 80er waren schon geil. Aber später auf Video und dann auch im TV wusste der Film doch zu begeistern. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wer auf dem Regiestuhl saß. Der Regisseur Richard Benjamin begann seine Karriere in den 60er Jahren als Schauspieler und sein Gesicht haben die meisten von euch sicher schon gesehen, nämlich in Catch 22, Der böse Trick oder auch in Westworld von 1973, wo er neben Jule Brunner und James Brolin eine der Hauptrollen spielte. Ende der 70er verschwand er immer wieder hinter die Kamera, wobei er trotzdem weiterhin als Schauspieler aktiv blieb. Seine bekanntesten Filme als Regisseur waren neben Geschenkt ist noch zu teuer, City Heat, Der Bulle und der Schnüffler, Little Nikita, Meine Stiefmutter ist ein Alien, Meerjungfrauen küssen besser und Made in America. Das Drehbuch zum Film schrieb übrigens David Giler, der nicht nur sämtliche Filme des Alien-Franchises produzierte, sondern zeitgleich auch am Drehbuch zur Alien-Fortsetzung Aliens – Die Rückkehr arbeitete. Er war übrigens auch einer der fünf Produzenten, die die TV-Serie Geschichten aus der Gruft auf die heimischen Bildschirme brachten. Das nenne ich jetzt mal einen Kontrast. Aliens – Die Rückkehr und Geschenkt ist noch zu teuer. Doch der Film funktioniert. Was nicht zuletzt den hervorragenden Schauspielern zu verdanken ist, denen man ihre Spielfreude deutlich ansieht. Da wäre allen voran Tom Hanks zu nennen, der damals noch am Beginn seiner langen Karriere stand. Er sagte in einem Playboy-Interview von 1998, dass der Film einige ausgeflippte Ideen hatte, die für seinen Geschmack allerdings ein wenig zu sehr ausgewalzt wurden. Seine Partnerin Shelley Long war bereits ein bekanntes Gesicht für das amerikanische Publikum, denn sie war damals der weibliche Star in der äußerst erfolgreichen Sitcom Cheers. Und wegen ihr wurde der Drehbeginn der Produktion auch um einige Monate nach hinten verlegt, weil sie zum damaligen Zeitpunkt schwanger war. Doch schon 2 Wochen nachdem ihre Tochter zur Welt gekommen war, stand sie wieder vor der Kamera.
Und dann wäre da noch Alexander Godunow zu erwähnen, der den exzentrischen Dirigenten Max Beissert verkörperte. Er wurde von Hanks in seiner Rolle als Walter Fielding immer wieder als Verrückter oder Irrer betitelt. Doch damals hätte sich wohl niemand vorstellen können, wie verrückt er wirklich war. Denn nur 2 Jahre später schloss er sich einer Gruppe deutscher Terroristen an und versuchte während einer Weihnachtsfeier Bruce Willis zu killen. Und da soll noch einer sagen, Musik beruhigt. Als ich mir die DVD Anfang der 2000er zugelegt und das erste Mal auf meinem Heimkino-Center angesehen hatte, war ich ehrlich gesagt enttäuscht. Das lag mitnichten an dem Film, sondern vielmehr an der Tatsache, dass man ihn für die Veröffentlichung neu synchronisiert hat. Erinnert ihr euch noch an das Synchro-Desaster beim Weißen Hai oder bei Ein Colt für alle Fälle? Genauso fühlte ich mich in diesem Falle. Man hat uns einfach diese neue Synchro hingeklatscht und uns nicht einmal die Wahl gelassen, ob wir sie hören oder doch lieber die alte Kinosynchro genießen wollten. Sicher hatte man die damalige Standardstimme von Tom Hanks für die neue Synchro gewählt, aber ein 59-jähriger Arne Elsholz passte einfach nicht auf einen 29-jährigen Tom Hanks. Du hast wohl vergessen, wer hier den Beleidigten spielen darf. Wo willst du überhaupt hin? Wohin, wo du nicht bist? Oh nein, du wirst bleiben, denn ich werde dich verlassen. Gut. Dann verschwinde, ich will dich nie mehr wiedersehen. Die haben schon die Wände verputzt? Du hast wohl vergessen, wer hier den Beleidigten spielen darf. Wo willst du überhaupt hin? Wohin, wo du nicht bist. Oh nein, du wirst bleiben, denn ich werde dich verlassen. Gut, dann verschwinde. Ich will dich nie mehr wiedersehen. Die haben schon die Wände verputzt? Auch wenn man für Long und Godunow wieder ihre einstigen Stimmen, Susanna Bonasewitsch und Thomas Danneberg, gewinnen konnte, war ich jedes Mal wieder raus, wenn ich die Szenen mit Hanks sah. Zum Glück brachte uns Koch Media im Februar 2015 eine Blu-ray, auf der wir neben der Neusynchro auch endlich wieder die alte Kinofassung zu Gehör bekamen. Das nenne ich Fanservice. Tja, leider konnte ich nicht mehr allzu viele Informationen über diesen wunderbaren Film auftreiben. Selbst auf sämtlichen Datenträgern ist immer nur ein 7-minütiges Making-of zu finden, das eigentlich nur eine Sammlung aus Behind-the-Scenes-Material ist. Aber lasse ich mich von sowas abhalten? Nö! Das Haus, welches im Film zu sehen ist, war keine Kulisse auf dem Universal Studio Gelände, sondern ist ein echtes Anwesen, das den Namen The Northway House trägt, 1898 erbaut wurde und in Lettingtown, Long Island, New York steht. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten gehörte es dem Verleger Eric Ritter Sr., der 1952 bei den Olympischen Spielen mit dem amerikanischen Segelteam die Goldmedaille gewann. Das Haus hatte einiges mit der Situation im Film gemeinsam. Es wurde für die Dreharbeiten tatsächlich demoliert und anschließend wiederhergestellt. Seitdem wechselte es mehrere Male den Besitzer. 2002 wurde es für 2,1 Millionen Dollar angeboten und stand bereits ein Jahr darauf erneut zum Verkauf. Im November 2019 berichtete die Seattle PI, dass das Anwesen nun endlich für 3,5 Millionen Dollar verkauft worden sei, was allerdings nicht einmal die Renovierungskosten abdeckte, die bei etwa 6 Millionen Dollar lagen. Und auch die neuen Besitzer berichteten, dass das Haus sich nach und nach in seine Bestandteile auflöste. Shelley Long war übrigens nicht die erste Wahl für die Rolle der Anna Crowley. Ursprünglich war nämlich Catherine Turner für den Part vorgesehen. Und sie war auch sehr interessiert an der Rolle, weil sie keine Lust hatte, für den Film Das Juwel vom Nil vor der Kamera zu stehen, an den sie vertraglich gebunden war. Andere Quellen behaupten allerdings, dass sie auf diese Weise ihre Gage für den Abenteuerstreifen in die Höhe treiben wollte. Eigentlich sollte der Film zu Weihnachten 1985 in die amerikanischen Kinos kommen, doch durch Shelley Longs Schwangerschaft mussten die Dreharbeiten nach hinten verschoben werden und begannen somit erst am 29. April 1985. Als schließlich am 5. August die letzte Klappe fiel, war es zu spät, diesen Termin noch einzuhalten. Es existiert tatsächlich ein schwedisches Remake von 1993 mit dem klangvollen Namen Drömkaken. Und auch der Streifen Sind wir endlich fertig von 2007 basiert lose auf der Geschichte von Eric Hotchkins. Allerdings war tatsächlich eine TV-Serie zum Film geplant. Und 2014 gab NBC einen Pilotfilm in Auftrag, den Emblin Television zusammen mit Universal Television realisieren sollten. Doch da man sich seitens der Studios bezüglich der Hauptdarsteller nicht einig wurde, wurde dieses Projekt vorerst auf Eis gelegt und da liegt es nun, bereits seit geschlagenen 10 Jahren.
Die Rockband, die zum Ende des Films auf der Hochzeit der Fieldings spielt, heißt übrigens White Lion und sie landeten 1989 mit ihrem Song When the Children Cry immerhin auf Platz 3 der US-Billboard-Charts. Und das Schönste ist, dass man bei diesem Film am Ende auch etwas dazulernt, nämlich wie lange solch eine umfangreiche Renovierung eigentlich dauert. Wenn ich die Genehmigung habe, wie lange dauert es dann, bis Sie fertig sind? 2 Wochen. 2 Wochen? 2 Wochen? Sie hören sich an, als ob Sie ein Papagei wären. 2 Wochen? 2 Wochen? Naja, 2 Wochen, das wäre erstaunlich. 4 Monate. 4 Monate, seit ich diese dämlichen Genehmigungen besorgt habe. Und die sind noch nicht mal halb fertig. Es hieß mal 2 Wochen. Irgendeine Vorstellung, wann ihr hier fertig seid? In 2 Wochen. 2 Wochen. Hätte ich schwören können. 2 Wochen. 2 Wochen. 2 Wochen. Und damit seid ihr mich auch schon wieder los. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und bei all meinen Unterstützern. Mehr von mir gibt's im Live-Chat für Mitglieder oder im Loser-Lausch auf Loser Insight am Sonntag. Habt ein grandioses Wochenende mit vielen lieben Menschen, die euch gut tun. Und denkt dran, den nächsten Beitrag gibt's in 2 Wochen.